Jo Leute, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren nach Frankfurt. Nicht diesmal nach Hamburg, nicht diesmal nach Berlin. Ja, ihr habt richtig gehört, Frankfurt. Ja. Wir nehmen eine harte Reise auf uns. Es ist 4 Uhr morgens. Ja, nee, warte. 10 vor 4. Ja, wir haben viele Sachen geplant und ihr seid natürlich wieder mit dabei. Genau. Zu unseren Gunsten. Genau. Und der Haupt. Verzögert. Nee, komm, den trägst du selbst. Sie wollte den Koffer mitnehmen. Also ich fand das ein bisschen übertrieben. Ich dachte, ich wollte die Tasche mit. Nee. Schaust du das? Nee, der Tisch ist aber schmutzig. Jo, Leute. Wir haben uns jetzt einen dementsprechenden Platz organisiert. Organisiert. Ich habe mit dieses Problem. The Problem. Ja. Es ist früh am Morgen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Let's go. So Leute, wir sind nun in Hamburg angekommen, warten 1,5 Stunden, bis unser Anzug ist groß. Bahn nach Frankfurt. Wohin? Bist du nicht? Ja. Ja Leute, wie ihr schon erwähnt, wir sind jetzt gerade angekommen und wir haben 6:04 Uhr. Ja, wir sind kein Stück müde. Nein. Augenringe zum Glück abgedeckt. Ja, Männer, ihr könnt auch Make-up benutzen, nur nicht zu viel. Oh. Also da ist ein Koffer vor mir, das geht ja gar nicht. Oh, hier ist ein Glitch, schießt mich. Einmal gucken, ja. Also die Klappe ist voll zu klein. Eventuell. Okay, 6 Euro, ne? Nee, meine überleg mal, hier wird's gerade so reingehen. Sollen wir nehmen oder nicht? Leute, was sagt ihr? Sollen wir für 6 Euro ein Schießfach nehmen? Also auf eine Seite. Ja. Wir können uns ja vom Bahnhof irgendwo hinsetzen. Ja. Wir müssen ja nicht zum Rathaus gehen. Ne? Oder einmal zu Hoffmann oder wegen Zahnbürste? Ich hab meine Zahnbürste vergessen. Kannst du auch in Frankfurt kaufen. Stimmt auch wieder. Ja Leute, herzlich willkommen. Nicht zu einem neuen Video. Man wird es ja mal gesagt haben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Juckt uns gar nicht. Ganz ehrlich, ihr guckt dieses Video noch aus Verzweiflung. Das Leben von euch selber nicht so interessant ist. Was ich? Das will ich ja wirklich sagen. Ja, fass dich kurz. Ich versuch's. Nee, also im Grunde genommen, auf diesem Kanal ist alles real, ist nichts gestellt. Zumindest die Hälfte nicht. Ja. Ja, Leute, ihr merkt, die Ironie ist auch. Es ist früh. Sehr früh, 6.34 Uhr. Ja, ich bin selbstverliebt. Ich habe mich als selbst, als Hintergrund. Ich bin teilweise. Naja, irgendjemand muss mich erleben, ne? Vielleicht noch ein Follower, läuft bei mir. Oh, ich auch. Ja, Leute, ich habe gerade ein Bild hochgeladen. Bei Like und Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ich hasse ja solche YouTuber, die sowas mir sagen, ne? Ich glaube, das habe ich in der Vergangenheit auch mal so gesagt, aber es ist Spaß. Weil sie das Bild ist nicht mal 4 Minuten hoch und jetzt haben wir sie. Nein. ich aktualisiere meins. Meins ist seit 10 Minuten und ich habe. Hä?
43. In 4 Minuten. Aber das hat sie gemacht. Das stimmt für deine Verhältnisse. Nein. Ich glaube, ich müsste mal den Blog führen. Ich glaube, ich würde mehr erreichen, oder? Schreib's doch in die Kommentare. Okay. Oh, das habe ich auch immer. Nicht das löschen. So, jetzt hör mal auf zu filmen da. Was? Dein Datenvolumen muss auch reichlich gefüllt werden mit sinnvollem Material. Ihr versteht mich? Okay. Natürlich vergisst man immer eine Sache. Und in meinem Fall war es die Zahnbürste. Fleißig am Packen. Alter, was wollte ich überhaupt? Was wollte ich eigentlich? Den wollte ich eigentlich nicht. Gleich hier? Ja. Nee. Bisschen vorsichtig hier, ne? Okay. Wir haben es geschafft. Yay, nach. Wie lange sind wir Bahn gefahren? 6 bis 7 Stunden. 7 Stunden auf meine Fälle. Und jetzt sind wir da. Wir sind in Frankfurt. Frankfurt. Jetzt werden wir in Frankfurt abgecheckt. Aber wie geil dieses Gefühl einfach ist. Du steigst aus dem Zug raus und du weißt nicht, was dich erwartet. Oh ja. Endlich mal eine neue Stadt. Ja. Ich denke auf jeden Fall noch da. Jo Leute, wir haben gerade große Sprüche geklopft, einen auf dem Schließfach gefunden und so. Fail, alle sind belegt und dann dachten wir so, fuck, das sind noch nicht alle Schließfächer in Frankfurt, das geht doch gar nicht. Und wir standen irgendwie 10 Minuten rum. Ja, hier sind die ganzen Gleise. Ja. Ja, und dann plötzlich haben wir ein Plakat, so einen Aufsteller entdeckt. Und tatsächlich gibt es hier mehrere Schießfächer. Ja. 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 Ja, Leute, wir haben tatsächlich mehr ganzen Schießfächer gefunden. Was für ein Glück. Und das nehmen wir. Da passt alles rein. Ja. Ja. Lackenleder. Darf ich? Was denn? Du nimmst dein Bolle mit. Ja, ja. Ja, ich leck mich am Arsch. Das ist ein bisschen schlimmer. Reicht das anders, ne? Das geht, aber... Das sagst du. Du kriegst es ja auch nicht. Okay. Ladekabel. Mai, hau rein! Da packt er wieder alles aus? Nee.
ich habe aber auch bemerkt, ich bräuchte die Deo. Stimmt. Die 1666. Oh ja. Und auf dieses Geld hinein. Das hart verdiente Geld. Obwohl ich hart arbeiten gehe. Wir mal hier raus. Ja. Ja, dann gucken wir mal, was uns draußen jetzt erwartet. Genau, wie das wieder ausschaut oder so. Ja. Nur was ich habe.